Moin und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zweiter Update von New Year's 2024 Festival kommt morgen heraus. Und mit dem auch ein weiterer Eventboss. Natürlich. Wir bekommen ja immer so meistens zwei Eventboss oder drei Eventbosse, wie es jetzt im letzten Festival war. Und jetzt haben wir diesen Pikachu-Boss bekommen, wie wir den auch immer nennen. Und danach bekommen wir also morgen den neuen Boss. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Aburu? Genau, das ist Aburu. Und was bei dem sehr, sehr geil ist und natürlich bei allen Eventbossen, was ich auch mit Marvel wirklich sagen muss, Props an die, weil ich bin der Meinung, dieses Ultimate Awakening ist ein bisschen, das True Awakening ist ein bisschen zu teuer. Aber Props wirklich an die, weil wir bekommen pro Raid 20 Elder Coins. Und das konnten wir vorher nicht bekommen, also konnten wir auch nicht sagen, dass sie da richtig gegönnt haben. Nämlich ab jetzt erst, seitdem dieses Ultimate oder True Awakening rausgebracht haben, können wir bei Eventbossen oder allgemein fast überall wirklich sehr, sehr viele Elder Coins bekommen. Und ihr müsst euch vorstellen, wir haben im Labyrinth 50 Elder Coins oder 20, ich glaube es sind 50, oder? Keine Ahnung, 50 oder 20 Elder Coins. Dann haben wir vor Liz nochmal 30 bekommen. Dann bekommen wir jeweils bei dem Aburu und bei Pikachu bekommen wir nochmal 20, sind nochmal 40. Dann bei jedem Boss von Festival, also bei der Event Boss Parade, haben wir nochmal 20 bekommen. Das ist mehr als eine Free Elder und ein True Awakening bei einer Unit. Da muss ich ehrlicherweise sagen, da gönnt Netmarble richtig mit den Elder Coins und finde ich auch sehr nice. Natürlich bekommen wir hier auch noch ein Lucky Bag Ticket, was natürlich auch sehr, sehr schmeckt, weil ich bekomme da meistens immer 25. Ich habe mir tatsächlich noch bei keinem Lucky Bag Ticket bekommen, also ich habe noch keins geholt und noch nicht ausprobiert, aber vielleicht bekommen wir das ja noch. Das ist der Exchange Shop von Aburu. Hier ein Lucky Bag Ticket, Outfit von Meliodas, also den Headgear und die Dinger, die Keule oder wie auch immer das ist, der Stab. Und 20 Elder Coins, wie gesagt. Sehr nice. Und man bekommt hier tatsächlich nochmal zwei Lucky Bag Tickets. Also ich glaube, einen bekommt man auch bei Pikachu. Ich bin mir gerade tatsächlich aber da nicht so sicher, deswegen da nicht sich drauf beruhen. Aber was wir auf jeden Fall hier bekommen bei Clear Count Rewards, bei 16 Count Rewards, bekommen wir nochmal ein Lucky Bag Ticket. Aber das zählt für beide, deswegen nicht vergessen. Nicht bei dem bekommt ihr zwei und bei dem bekommt ihr zwei, sondern insgesamt für beide, wenn ihr beide 16 Mal gemacht habt. Also da könnt ihr 8 Mal gemacht haben, da könnt ihr 8 Mal gemacht haben. Dann bekommt ihr hier ein Lucky Bag Ticket. Das schmeckt natürlich. Und auch natürlich alle anderen Free Rewards. Sowas mag ich tatsächlich auch sehr, sehr nice. Da einfach so Main Missions, wo ihr eigentlich euch auch gar nicht drauf fokussieren müsst. Es ist einfach so Daily Sachen oder halt Weekly Sachen, die ihr machen könnt. Und da bekommt ihr einfach Free Stuff. Einfach mal Gems. Das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind 14 Gems, die wir einfach for free bekommen, falls ich jetzt richtig gezählt habe. Und 14 Gems for free. Dann nochmal hier ganz Gold und sowas. SR-Anhänger. Dann Anvils. Dann rote Steine. Dann Hammer. Dann diese Herzen. Natürlich nimmt man das gerne mit, vor allem bei so einem Spiel wie Grand Cross, wo wir sehr, sehr viele Charaktere bekommen haben und wir auch alle mal leveln sollten. Also ich muss wirklich sagen, diese Mission lohnt sich. Macht sie bitte, weil ihr bekommt da so viel Free Stuff raus. Was wir auch noch bekommen, ist im Hawk Pass ein neues Hawk Pass Kostüm für die Liz. Also ich muss sagen, Kostüme ist das, was Netmarble am besten macht in dem Spiel, muss ich ehrlicherweise sagen. Kostüme ist immer das, was Netmarble am besten macht im Spiel. Kostüme sind immer richtig gut aus und wieder das von Liz, also einer der besten Liz-Kostüme. Es ist ein Firefighter, ja, es ist ein Firefighter, aber es sieht richtig gut aus. Es sieht wirklich richtig, richtig gut. Ich finde es vom Design Bombe. Vom Design sieht es sehr, sehr krank aus. Ich habe die Liz nicht, deswegen kann ich es mir gar nicht ertauschen. Aber es ist mir auch relativ egal. Ich finde einfach nur das Design sehr, sehr nice. Was natürlich auch sehr, sehr geil ist, dass das Hellkostüm noch drin ist, weil das muss ich mir noch komplett ertauschen. Deswegen ist gut, dass ich Liz nicht habe, weil sonst hätte ich mir wahrscheinlich das geholt. Aber ich will eher das Hellkostüm haben, tatsächlich. Dann natürlich könnt ihr euch auch noch die ganzen anderen Sachen holen. Normale Rewards und sowas. Deswegen, falls ihr den Hawk Pass noch nicht fertig habt oder auch noch nicht alles ertauscht habt, also in diesen Weekly und Dinger, Daily Missions, dann macht es heute noch, weil morgen kommt ein neuer Hawk Pass. Was morgen auch noch reinkommt tatsächlich, sind Village Nation Events und das hilft uns sehr, sehr stark nach diesem Meliodas. 10 UR Pendants sind schon eine Hausnummer, muss man dazu sagen. Kann man auch mit Marble nicht gut reden und sowas. Man könnte sagen, gut, wir haben 50 SC-Anhänger kostenlos bekommen. Da kann man sagen, ey, okay, die haben das gemacht und so.
Aber 10 UR-Pendants sind schon crazy. 10 UR-Pendants ist schon crazy, crazy. Hier bekommen wir mal wieder 6. 6 ist jetzt nichts im Gegensatz zu 50. Aber ja, falls ihr euch fragt, wie wir diese 50 bekommen haben, wir haben einen Gutscheincode bekommen. Falls ihr den haben wollt, den kann man auch immer einlösen. In der Videobeschreibung ist erstens mein Discord-Server, wo alle Gutscheincodes immer reingepostet werden. Und noch ein Link zu der Coupon-Seite, wo ihr diesen Gutscheincode dann einlösen könnt. Also macht es gerne. Dann nächstes Mal eigentlich nur auch dieses Battle-Event bei Forza Progress, dieses Dinger Special Dungeon, wo ich, wie gesagt, das nie mache. Und Miscellaneous noch bei Meliodas, seinem Kostüm war seine Maske nie richtig aufgesetzt auf seinem Kopf. Diese graue Maske, Mask of Resurrection oder sowas. Ich habe mir das Kostüm natürlich nicht gekauft, weil das muss man ja mit Echtgeld kaufen. Ich habe es nicht gemacht, aber ich habe es gesehen, dass es diesen Bug gab. Der sah relativ lustig aus. Wenn ich noch ein Bild finde, was ich sehr unwahrscheinlich finde, dann schicke ich es noch rein. Aber ich glaube, ich finde das Bild nicht mehr. Aber sonst, wenn ich es finden sollte, natürlich, hier ist es gleich. Deswegen, kleine Update, nichts Besonderes. Aber vielleicht bekommen wir dann nächste Woche einen neuen Charakter als zweiten Part für den New Year's Unit. Vielleicht kommt ja auch noch irgendwas von den Leaks, die wir gestern besprochen haben. Vielleicht der Shin oder vielleicht der Festival King. Das war's.